Hi Leute, ich bin herzlich Ich bin herzlich willkommen. Nein, ich wollte gerade sagen, ich bin Hartz-IV-Empfänger geworden, so ist es. Ja, willkommen zu einer Roomtour. Mein Name ist Marc Coxi und hinter der Kamera steht der liebe gute Tramp mit dem Schwebestativ. Hallo. Ja, neue Umgebung, ich bin von zu Hause ausgezogen. Eine Lüge jagt die nächste Lüge, wird Zeit, dass wir mit der Wahrheit rausrücken. Wo sind wir? Wir sind in dem Hotel Palla in Essen gelandet, irgendwie. Ich weiß auch nicht wie, aber... Weil es so günstig war wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und warum sind wir hier, Marcoxi? Weil wir Köln anschauen wollen. Und weshalb noch? Wegen der Gamescom? Und wegen gutem Essen. Ja, das gucken wir mal, ne? Dass wir jetzt gleich irgendwie uns irgendwo reinziehen werden, wo wissen wir noch nicht, aber nachdem wir hier fertig sind, zischen wir uns irgendwas drin, ne? Genau, weil wir haben jetzt Hunger. So ist es. Ja, es ist ein 3-Sterne-Hotel, die Nacht kostet 25 Euro. Und wir haben hier einen wunderschönen Schreibplatz mit Kaffee. Kein Kaba, kein Honig, sondern Kaffee. Mhm. Hier gibt es sogar noch eine Coffee Cream. Wow. Und Pfefferminztee. Das ist ja richtig nobel hier, oder? Ja, also ist zwar alles alt, aber macht einen gepflegten Eindruck. Ich schwenke hier mal ganz kurz. So drüber, whip. Und für Leute, die noch nie in einem 3-Sterne-Hotel waren, hier gibt es sogar noch einen Wasserkocher, den wir hier sehen. Ein Mülleimer. Was uns schon aufgefallen ist, ist die Steckdose oder dieser Netzverteilungsdingens, Internet, Fernseherkabel, Anschlussgedöns. Sieht halt nicht mehr ganz so fresh aus, ne? Aber das macht ja nichts. Das ist ja egal. Und wenn man jetzt auch hier so auf die Steckdosen guckt, dann merkt man auch, ja, die sind nicht so ganz gerade montiert, aber das stört für den Preis eigentlich auch nicht. Nee, Hauptsache kommt Strom raus. Ne? Genau. Ja, genug geredet. Hier gibt es das Badezimmer. So, genau, ich führe mal wieder nach unten. Hui. So, dann natürlich Hygienegarantie. Ja, ihr wisst, Leute. Hygienegarantie! Das bekommt ihr nie. So ist es. Und hier ist natürlich auch wieder ein ganz anderer Sound hier drin. Oh ja. Geil, oder? This is a very good sound. Oh yeah. Was machen wir denn auf der Gamescom? Auf der Gamescom, wir gehen auf jeden Fall zu Rocket Beans. Da habe ich nämlich einen Auftrag gekriegt. Dann möchte ich Valle Gaming treffen. Der ist nämlich auch auf der Gamescom. Und wir möchten uns neue Spiele anschauen. Auf jeden Fall, also was mir halt wichtig ist, ist so die natürlich die großen Hersteller. Also wie Ubisoft ist auf jeden Fall da, EA Games, irgendwie sowas in der Art will ich mir auf jeden Fall angucken. Ich will mir auch ein paar kleinere Sachen angucken, wenn wir da zufällig dran vorbeilaufen. Ja, warum nicht, wenn es uns anspricht. Aber trotzdem, sage ich mal, natürlich haben wir haben jetzt einen Tag Zeit, das heißt, wir können jetzt natürlich nicht alles abspulen, da reicht ein Tag nicht. Und vor allem Spiele zu spielen, da müssen wir dann immer 1 bis 2 Stunden anstehen. Das wird nicht reichen, aber wir werden die großen Konzerne auf jeden Fall anlaufen, sage ich mal. Und wenn ein kleiner Spannender dazwischen vorkommt, ich glaube, das ist ein ganz guter Plan, dann genau. Gehen wir auch mal zu dem und gucken, was die da so können. Ja, wir haben jetzt aber gerade mal die Hälfte des Zimmers, das war es noch nicht ganz. Wir können jetzt mal hier so die schöne Trennwand von Schlafzimmer zu Wohnzimmer, Bad. Jetzt muss ich immer nach oben filmen. Ui. So sieht das Ganze aus schönem Holz. Kann man auf jeden Fall so machen. Wir haben hier noch ein kleines Getränketischchen. Ach so. Ja, genau. Also, dann haben wir hier natürlich noch unsere Betten. Da haben wir... Wir filmen einfach mal rein. Nein!
Mein Heiligtum, das ist meins. Ich gewähre euch einen Blick, weil ich euch gerne habe. Also wir haben hier schön für Sabrina richtig schön geil knallpink. Hat was. Das ist meine Seite. Und das ist auch meine Seite. Das war's. Ja, ich mach meins direkt aus dem Koffer raus. Ich brauch das nicht unbedingt. Ja, und da haben wir unsere Spielecke eingerichtet. Spielecke, wie sich das anhört, wie im Kinderzimmer. Spielecke. Ja, was ist das noch? Ja. Spielecke für große Kinder. Richtig. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Should I worry that you won't come back? Should I worry that you will forget? My sense is telling me I shouldn't worry, you know the truth. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mark Hoxie. Hinter der Kamera steht Tramp und wir sind von IG Metal Rock. Sieht man am T-Shirt. Und wir sind hier auf der Gamescom und ich bin ganz begeistert. Unser Auftritt hier auf der Gamescom. Richtig geil. Ist echt so. Also, dann wollen wir mal. Wir sind übrigens das erste Mal hier, also wir haben keine Ahnung. Versenkt. Hier sehen wir die Retro-Ecke. Also verzeiht es ihm. Ja, ich versuch. Er versucht. Ich nehme sportlich und ich kann damit umgehen. Ich hab Flip-Flop. Und du bist der Gewinner, aber haushoch. Ja, echt.
Gemacht und nach der Pause gehen wir zu Valle, ehemals Valle Gaming, einer meiner Lieblings-YouTuber, und der ist zwischen Halle 6 und 7, da schauen wir mal vorbei. Los geht's! Irgendwo Valle sein. Ich bin gespannt, wo er ist. Und ja, eben. Ja. Sehr viel Fläche. That could be everywhere. Also wir haben hier ein Phantombild. Das sind Gamer. Rasenfläche bitte frei halten. Hallo Valle, schön dich zu sehen. Nee, leider. Warum nicht? Warum nicht? Ich muss noch so ein bisschen einfüllen. Hä? Ich kenne den schon, den YouTube, wie heißt er? Feuerfeuer. Sieht man die Leute mal nicht, ne? Die sind doch von aktiv. Ja, ja. Discord musst du nicht runterladen. Kostet nichts, ist nicht schlimm. Ja, ich hab schon. Ich muss nur noch ein bisschen machen. Und wenn du das erste Mal bei uns bist, nicht abschrecken lassen. Wir sind sehr gut, die Leute. Das ist bei uns auch nicht anders mit den Kunden. Ja, das sind meine zwei Kameramann, Manager. Nee, Kameramann. Ja, gut. Ja, gut. Kann man nur durchschauen. Auf jeden Fall. Das passt halt echt. Ich bin Manager. Das ist cool. Das ist ein Manager. Das ist sehr gut. Ja, ja.
Hallo. Aber sehen wir uns gleich noch irgendwie irgendwo? Wo bist du denn jetzt? Ich hab jetzt Feierabend. Okay, aber ich muss doch kurz mit Blizzard sprechen. Wir würden danach halt danach runter von der Gamescom und vielleicht noch was essen. Ja, was sollen wir sonst hier? Ja, stimmt schon. Ja, ich wollte mich vor nicht. Eigentlich will ich ja hier tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Wird ausrasten. Skyrim VR. Richtig geil. Aber ey, das ist toll. Away, some other place. Don't wanna wait.
summer. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway, so take me away. Some other place, don't wanna wait. Oh, my Indian summer, take me away. I ain't afraid calling your name. Borderline into our dream. Nothing will ever be as real as this. The flames won't burn our skin. We're thick as thieves, and we know what we do. We live on like an echo. Oh, so take me away. Some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer. Take me away. Wir sind wieder zurück von der Gamescom. Wir waren jetzt 18 Stunden unterwegs, 19 Stunden unterwegs, sind jetzt immer noch nicht im Bett. Das heißt, wir sind schon 21 Stunden wach. Ein volles Programm. Ne? Ja, worum es jetzt hier aber eigentlich geht. Wie schon gesagt, wir sind zurück von der Gamescom. Wir haben hier eine Menge gefilmt. Das ist übrigens meine Schlafkleidung. Tada! Jetzt, wo wir gerade dabei sind. Man muss ja noch so gewisse Sachen für morgen vorbereiten. Unter anderem haben wir hier die ganzen Steckdosen des Hotels belegt, wortwörtlich. Ja, das kann man lesen. Und einmal bei, ich weiß nicht wie viel Prozent. Auf jeden Fall laden die beide jetzt 50, 70 und keine Ahnung. Genau, die drei Akkus haben wir heute verbraucht. Aber das war ja noch nicht alles. Wir haben hier zum einen eine GoPro 3 Plus Silver. Das ist Silver Edition, wie sie auch immer heißt. Ein LG G4, was jetzt eigentlich 98, ja. Also fast 100%. Ein Note 4. Das 100% hat, wow. Wow. Okay. Dann nochmal ein Note 4. Mich hätte es gewundert, wenn nicht nochmal eins auftauchen würde. Wissen wir eins auf dem Bett, scheiße, okay. Ja, das muss danach noch ran zum Laden. Und auf der anderen Seite ein MacBook Pro, was auch noch laden muss. Genau. Und wir haben ja dann noch was, und zwar hier. Da haben wir noch eine Legria. Canon Legria, einen Canon Legria Akku. Genau, und da stecken unsere zwei Lichterlampen Schlampen drin. Das ist übrigens kein Bier. Nee, das ist Sprudel. Genau, Sprudelwasser. Und ja, da steht dann noch rechts der Fernseher in schwarz drin. Wir mussten sogar die Switch ausstecken, dass wir da irgendwie alles unterbringen zum Laden. Wir laden das jetzt die ganze Nacht durch, laden unseren Akku auf und werden danach uns ins Bett huschen. Aber ich glaube, wir machen jetzt noch so ein kleines Fazitvideo. Was sagst du zum heutigen Tag? Also ich bin mit dem heutigen Tag sehr zufrieden, muss ich sagen. Vor allem der Abschluss war für mich einfach Hammer.
Das Essen war cool. Aber du meinst jetzt eher mehr... Ich meine den Abschluss von der Gamescom, natürlich. Also erstens mal ein Metal-Konzert. Zweitens dann Xbox. Mhm. Drittens dann noch alleine in dem Xbox-Ball oben Forza Motorsport 7 auf der Xbox One X. Entwicklerversion und Forge of Empires, oder? Nee, Forge of Empires war ein Mobile Game. Das war Age of Empires. Auf einem 32:9 Samsung Monitor. Das war auch noch ziemlich geil. Richtig geil. Ja, also Autos, Metal-Musik und Zocken. Was Besseres gibt's für mich nicht. Ja, fehlen halt nur noch die Mädchen und ich habe meine Traumfrau gefunden. Beim Stand. Also wir haben auf dem Xbox-Stand gab es noch einen Porsche GT2 RS. Also darum. Also Autos, man hört noch Metal-Musik und man kann zocken. Alter, also ganz ehrlich, das hat meinen Tag erfüllt. Ja, das war halt nur die letzte Stunde so. Und danach sind wir noch mit den anderen YouTubern, Strich normalen Messebesuchern, noch zum Essen gegangen, war auch ganz nett, war ganz unterhaltsam. Wir haben uns so ein bisschen über YouTube unterhalten und der Nachhauseweg war ziemlich kompliziert. Der war kompliziert, aber auch sehr unterhaltsam, weil wir haben uns mit einem Produzenten, also mit einem Kameramann von einem YouTuber, der schon etwas größer ist, 120.000 Abonnenten, leider wissen wir nicht welcher. Vielleicht finden wir das noch irgendwie raus, aber ich glaube nicht, wer 120.000 Abonnenten haben, relativ viele, würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Und halt noch also nette Leute, also mit dem noch ein bisschen rumquatschen und so, fand ich eigentlich gar nicht schlimm jetzt unbedingt. Also war relativ kurzweilig, fand ich. Ja, aber halt das Zurücklaufen und dann waren wir noch in zwei McDonald's. Wir wollten so ein Fanta Ice Splash holen, was ganz neu ist. Im ersten McDonald's gab es das nicht, dann sind wir nach Hause gelaufen, also in Anführungsstrichen nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Nach Hause, also nach Hause, nicht nach Hause. Nach Hause. Und da habe ich gesagt, guck mal, da ist ja nochmal eine McDonald's. Und dann sind wir da reingegangen und haben dann uns so ein Splash Ice geholt, was nicht ausverkauft war. War ziemlich geil, das Teil. Aber hat wieder gedauert und zieht die ganze Sache natürlich jetzt nicht unbedingt in die Kürze. In die Kürze. Ja, wir haben jetzt, das muss man auch mal beobachten, wir haben einfach mal eiskalt 3.43 Uhr und im Fernseher läuft nur Shit. Ja. Irgendwas mit Big Brother Bromi und irgendwas mit Uran ins Krankenhaus schleppen. Ich habe ein bisschen Uran dabei, macht aber nichts. Ja, wir müssen unbedingt ins Bett. Genau. Ja, ich wollte noch mal sagen, ich habe mich verliebt, also das ganz tragische Art und Weise. Muss ich jetzt so loswerden am Samsung-Stand, wo die zwei die Oculus Swift aus... Das war schon... Nein, Gear VR. Ah, aber Gear, bei Oculus. Die Gear VR ausprobiert hat. Das hat also Schmidtstone und Tramp gemacht und ich habe gefilmt und da war so eine süße Mitarbeiterin. Wenn du das hier siehst... Genau, wenn du das hier siehst, ruf mich an bei Nummer 0175. 1,51 und den Rest sage ich nicht mehr. Nee, auf jeden Fall, dann habe ich dann so zu Felix gesagt, mach mal Daumen hoch, dann habe ich ihn erst nicht so richtig erwischt. Dann habe ich gesagt, mach doch mal die Daumen hoch und dann ist die an uns vorbeigehuscht, so wirklich so ganz kurz ins Bild rein, so schönes Lächeln, hat so hochgeguckt und ist dann wieder weitergelaufen. Also am Samsung-Stand, da gibt es auf jeden Fall einige nicht ganz schlecht aussehende weibliche Personen. Da kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Es gibt tolle Gewinne, es gibt tolle Bildschirme, es gibt tolle Smartphones, es gibt tolle Smartwatches, es gibt so viel Tolles, es gibt tolle Gear VRs. Ja, das war's. Okay. Aber der Tag, ich fand den Tag echt gelungen und YouTube-technisch gucken wir mal, was rauskommt, ja. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, der Teil vom Felix kann sein, dass es da, oder vom Schmidi, wie wir immer sagen, dass da ein paar Sachen dabei sind, die jetzt nicht ganz so scharf sind oder, keine Ahnung, nicht ganz so gut gefilmt, aber das ist in Ordnung und kriegen wir schon irgendwie was hin. Genau. Macht's doch gut, wenn ihr
auf der Gamescom wart, könnt ihr gerne noch unter das Video schreiben, wie ihr es fandet, weil dieses Video kommt wahrscheinlich einige Tage nach dem Ende der Gamescom und deshalb sagen wir es einfach mal Tschüss und bis bei Marcoxi nicht 2018, aber bei mir wahrscheinlich schon. Vielleicht sieht man sich ja dann da. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.